Willkommen zu einem weiteren Video von FM941. Diesmal mit einem Battlefield 3 Commentary. Ja, es ist großer Bazaar Rush. Ich glaube, als Angreifer. Ne, als Verteidiger. Als Verteidiger. Das ist das letzte Battlefield Gameplay, was ich noch hier rumliegen habe, weil ich kann seit ungefähr 2 Wochen kann ich nicht mehr online spielen. Wegen so irgendwelchen mysteriösen Umständen bei der Telekom, wie auch immer. Aber erstmal zum Gameplay. Ich spiele wie eigentlich fast immer als Supporter mit M249 und Ammo Pack, wobei das jetzt nicht so notwendig ist. Ich habe ja eh schon 200 Schuss, aber. Also ich muss auch sagen, zu diesen ganzen. Es gibt ja richtige Puristen, ja, die spawnen nicht direkt im Spiel, sondern werkeln erstmal 5 Stunden im Menü rum. Oh, nehme ich jetzt C4, nehme ich jetzt Muni, nehme ich dies, das. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so entscheidend. Wenn, entweder man kann spielen und dann ist es eigentlich egal, ob du jetzt die und die Ausrüstung dabei hast oder nicht. Oder man kann nicht spielen, dann kannst du auch noch so tolle Sachen mit haben. Du verreckst trotzdem. Und so sehe ich das. Ich konzentriere mich aufs Spielen und nicht so sehr auf die Ausrüstung. Ich nehme halt immer als Supporter mal fast immer die M249. So ziemlich meine Lieblingswaffe. Hab schon 30 Service Stars. Ich habe auch mal meine Stats geguckt. Also ich habe 3000 Kills ungefähr mit der. Und als nächste Waffe habe ich dann die SKS, die Snipe, mit 300. Also ich habe fast alle Kills. Ich habe insgesamt 500, 600 Kills. Weiß ich nicht genau, wie gesagt, ich konnte ja lange nicht online spielen. War mehr als die Hälfte meiner Kills allein mit dieser Waffe gemacht. Ja. Keine Ahnung, ich habe sie einfach Support gespielt. Bei BC2, also bei Company 2, habe ich immer Assault gespielt. Der, was hatte der? C4 und Munition, genau. Der Sturmsoldat konnte sich dann auch selbst versorgen. Da habe ich die M16A3 gesuchtet, dieses Impulsgewehr, also Dreischussgewehr. Habe ich extrem gesuchtet. Habe da alles weggebasht mit Rotpunktvisieren. Und ja, die, genauso wie ich damals die M16A3 extrem gesuchtet habe, so habe ich jetzt bei Battlefield 3 die M249 halt gesuchtet. Ja, hier zum Gameplay, ne? Es ist ziemlich lustig, wie ich hier. Ich habe relativ lange überlebt hier in diesem Graben. Und. Aber ich werde auch gleich drauf gehen. Ich habe jetzt hier auch einiges zusammengeschnitten. Das Gameplay war insgesamt 22 Minuten lang. Das war mir viel zu lang. Heißt, ich habe vorab etwas weggeschnitten. So, hier bin ich erstmal gestorben, aber optimaler Start bis dahin, würde ich sagen. Wie gesagt, jetzt kommt der erste Schnitt zum Beispiel. Aber ich habe so gemacht, dass man keinen Tod und keinen Kill verpasst. Also keine Sorge, ihr seht nur nicht die Laufwege. Also ein paar Laufwege habe ich einfach weggeschnitten. Und am Ende sind es jetzt nur 14 Minuten oder so. Also wenn man so diese unnötigen Szenen wegschneidet, merkt man auch, wie viel Zeit man da eigentlich sparen kann. Werde ich jetzt nicht mehr machen, weil normalerweise habe ich auch kürzere Gameplays. Aber die Sache ist halt, wie gesagt, ich habe nur noch dieses Gameplay. Ich kann ja nichts Neues aufnehmen, wenn ich nicht online spielen kann. Ist ja irgendwie logisch. Ja, ich hatte auch ursprünglich vor, nach dem Gameplay, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich werde noch öfters drauf gehen, werdet ihr noch sehen. Aber allein vom Spielen her hat es mir echt Bock gemacht, dieses Gameplay aufzunehmen. Und dann dachte ich, oh, da wusste ich schon, dass ich irgendwas an die Battle.net schicken werde. Aber ich habe es dann noch nicht genommen, weil ich dann mir dann noch zu oft gestorben bin, habe dann ein anderes genommen, aber auch auf großer Bazaar. Das war dann, glaube ich, sozusagen die Partie davor danach, die dann letztlich bei den Weltnators gelandet ist. Aber dieses Spiel ist sehr unterhaltsam. Ich habe sehr viele Kills gemacht, also nicht sehr viele, aber halt relativ viele. Ich weiß gar nicht, ob wir am Ende gewonnen haben. Keine Ahnung. Aber nochmal zu der Geschichte, warum ich gerade kein Internet habe. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir hatten schon. Also wir haben lange woanders gewohnt. Und da hatten wir jahrelang Probleme mit dem Internet. Ja, wir hatten Telekom. Und es ging immer mal nicht. Wir hatten immer mal Tage oder Wochen lang kein Internet. Dann ging es wieder ein halbes Jahr. Dann ging es wieder ein paar Wochen nicht. Und irgendwie die Telekom hat sich da auch nicht so richtig drum gekümmert. Da hatten wir echt dauerhaft ein Problem irgendwie. Also
Haben sie sogar einmal die Straße aufgegraben, hat dann auch nichts gebracht. Ja, dann sind wir letztens umgezogen. Wir haben irgendwie nicht geswitcht, weil es in letzter Zeit dann einigermaßen ging mit dem Internet. Ja, und jetzt wohnen wir woanders und haben wieder, jetzt geht das Internet plötzlich wieder nicht seit einiger Zeit, wie gesagt, seit 2 Wochen oder so. Und irgendwie ist da so ein Fluch. Hier habe ich übrigens extrem gefailt. Irgendwie so ein Fluch, dass das Internet einfach nicht geht, weil selbst jetzt, wo wir woanders wohnen, ja, geht auch hier das Internet nicht und das ist ja extrem nervig. Ich hoffe, das ist bald behoben, weil ich kann jetzt im Moment nur offline spielen. Jetzt und falls ihr euch schon gefragt habt, irgendwie, ja, warum, wie kannst du denn Videos hochladen? Wie kannst du denn bei YouTube sein? Ja, ihr kennt ja bestimmt diese Surfsticks, die ziemlich teuer sind, aber im Notfall muss man halt so einen Scheiß nehmen. Weil man kann natürlich nicht den Surfstick in die Xbox stecken, sondern der ist halt nur für den PC. Und wie gesagt, da recht kostspielig. Deswegen, ich kann natürlich noch von der Xbox aufnehmen, klar. Aber halt nichts online, nur Offline-Zeug. Bei PES ist das ja kein Problem, aber für Battlefield und Halo und so ist das halt ziemlich behindert. Das ist halt, wie gesagt, der Grund, weshalb ich auch genau dieses Gameplay jetzt nehmen muss. Und, es ist nicht, ich hätte normalerweise vielleicht ein anderes genommen, aber jetzt so in dieser, ich sag mal, Notsituation, muss man halt nehmen, was man noch hat. Damit ich noch was zu Battlefield bringen kann. Auch jetzt besonders, wo ein paar Leute von den Battle-Nighters wegen Battlefield auch auf mich aufmerksam geworden sind. Und ja, es ist ziemlich behindert mit dieser ganzen Telekom-Geschichte. Die haben uns auch das letzte Mal, als es länger nicht ging, haben sie auch uns auch eine Entschädigung gezahlt für die Monate, wo es nicht ging. Und ich hoffe, dass es. Hoffentlich machen sie es jetzt für die 2 Wochen, die es jetzt, glaube ich, schon sind, machen sie es hoffentlich auch. Aber es ist ja schon irgendwie eine Freche, dass sie es nicht hinkriegen. Sie wissen auch noch nicht genau, was das Problem ist. Es waren dann schon Leute da. Weil von unserer Seite aus der Router und die Leitung ja alles okay. Aber irgendwie irgendwas stimmt bei denen nicht. Es war irgendwie nachts Viertel vor eins oder so. Und einfach ist Internet ausgegangen. Überall am PC, an der Xbox, an anderen Sachen in der Wohnung. Überall ist einfach das Internet komplett einfach abgekackt mit einem Moment. Und das ist einfach behinderte Scheiße. Also, ich weiß nicht, was bei denen los ist. Ja, das war die eine Sache. Ich habe jetzt kein wirkliches Thema. Ich habe einfach gedacht, komm, haust du mal wieder was zu Battlefield raus. Ich sag irgendwie die ganze Zeit Battlefield, obwohl es eigentlich Battlefield, egal. Was habe ich in Zukunft noch geplant? Ja, zu Battlefield kann ich erst wieder ein Video machen, wenn ich wieder online spielen kann. Ich hoffe, das geht bald wieder. Heißt, das ist das vorerst das letzte, also das letzte für. Ja, ich hoffe, dass ich ein paar Tage hier online spielen kann, hoffe ich. Dann Halo habe ich auch nichts mehr auf der Platte. Habe ich alles rausgehauen, was ich hatte. Oh, hat sich sogar gereimt hier. Heißt, mir bleibt wohl nichts übrig, als wieder mit PES weiterzumachen. Ich denke, ich werde zum nächsten Wochenende, ist ja wieder Bundesliga. Letzter Spieltag war scheiße. Ja, 3-1 gegen Gladbach verloren. Ich habe das Spiel geguckt, ich habe mich so aufgeregt. Oh Mann, Neuer. Man kann nichts gegen ihn sagen, er ist ein klasse Keeper, ja. Aber er hat am ersten Spieltag, hat er übelst gefailt damals beim 0-1 in der Allianz Arena. Und jetzt wieder gegen Gladbach, wieder verfailt er das 1-0. Und wieder ist sein Fehler hauptsächlich der Grund, warum Bayern verloren hat. Denn es gab da ein paar Abseitssituationen, die hätten reingehen können. Es gab, ja, es war wegweisend, dieses 1-0 für Gladbach, sonst wäre das Spiel ganz sicher anders ausgegangen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Natürlich, man kann auch sagen, oh Bayern, was war das in der ersten Halbzeit für eine Leistung? Klar, war auch scheiße. Aber wie gesagt, sie hätten einerseits eben diese Abseitssituation, ich glaube Müller war da durch, das wäre hundertprozentig ein Tor gewesen. Und das, guck mal hier, Selbstmord. Wie denn bitte? Das musst du dir das Spiel mal erklären. Ich hätte doch wenigstens den Panzer mitnehmen müssen. Ich habe halt schnell nur 1 zu 4 dran gemacht, hab's dann gesprengt, aber nein. Ah, das war, habe mich auch extrem aufgeregt, egal. Ja, das ist einfach ein Scheißspiel gegen Gladbach. Schlechte Leistung von Bayern, schlechte Leistung von Schiri.
Übelster Patzer von Neuer und ne. Da hat Dortmund Hamburg 5-1 gefickt und ist jetzt wieder ganz nah dran. Punktgleich mit Bayern. Gladbach natürlich jetzt auch einen Punkt hinter Bayern, aber ich bin nicht sicher, ob Gladbach das über die Rückrunde halten kann. Ich hoffe nicht. Ich denke mal, dass Bayern Meister wird. Ich war mir eigentlich auch sicher, dass sie bei Gladbach gewinnen. Schon allein um die Hinspielniederlage zu rächen, aber das war ja wohl nichts. Aber wenn Ribéry zurückkehrt, Ribéry, bärenstarke Saison, wirklich ganz stark. Er hatte ja immer, er war immer eigentlich sehr oft verletzt, hatte, wenn er gespielt hat, oftmals gute Phasen in den letzten Jahren. Als er gekommen ist, 07, 08, Hammer-Saison von ihm. Danach 09, 010, 08, 09, 10, 11, hat er immer Auf und Abs. Aber jetzt hat er endlich mal konstant richtig starke Leistung gemacht, einige Tore erzielt und Vorlagen auch. Und ja, auf jeden Fall ist er in dieser Saison wichtiger als Robben bis jetzt gewesen, was er in den letzten Jahren immer anders war. So, und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, Bundesliga. Zum nächsten Spieltag, zum 19. Spieltag, werde ich natürlich hier eine Sportschau machen. Ich denke, Bayer gegen Bremen. Von den Teams her interessiert mich das nicht, aber das ist einfach von den Mannschaften her die beste Ansetzung. Ja. Bayern spielt gegen Wolfsburg. Ja, ist vielleicht auch ganz interessant, aber habe ich nicht so Bock. Bremen gegen Bayern ist, glaube ich, ein Sonntagsspiel, ich weiß nicht genau. Muss schon sein. Und ach, hier, jetzt kommt übrigens. Jetzt kommt, glaube ich, ein schöner. Kam das schon? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, die Zündung mit C4, die hatte ich schon, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Entweder es kommt noch am Ende, dass ich mit C4 schönen Panzer weghaue, oder. Nee, es kommt noch, glaube ich. Ja, genau, kommt noch. Wie gesagt, also nächstes Wochenende. Ich komme mir immer vom Thema ab. Sportschau zu Bayer gegen Bremen. Dann habe ich noch. Was habe ich denn sonst noch so? Ich habe noch so ein Video, in dem ich ein paar. Da habe ich mir ein paar behinderte Kommentare gesammelt. Also im Prinzip alle Kommentare zu meinen Videos. Die dumm, dich. Und ja, hier, oh, schöner Triple Kill, das liebe ich. Deswegen war ich auch so euphorisiert und dachte, okay, nach dem Spiel, oh geil, das Video muss unbedingt zum Weltnetz, aber dann habe ich gemerkt, die habe ich irgendwie extrem gefailt, das hätte ein Kill sein müssen. Dann habe ich gemerkt, ich bin ja dann doch in der Mitte, habt ihr es ja gemerkt, richtig oft gestorben. Ich hatte einen richtig guten Start, 18 zu 2 oder so, aber dann leider habe ich es noch ein bisschen verpatzt. Am Ende habe ich jetzt aber noch ganz, ganz gut das ausgeglichen. Ich habe schon wieder vergessen. Ach genau, ich wollte ein Video machen, eben Sportschau und dann noch zu so 20 lustigen Kommentaren. Weiß nicht, ob ich das mache. Ich habe da schon was aufgenommen, war aber nicht so zufrieden damit. Muss ich mal gucken. Ja, das Gameplay neigt sich jetzt auch dem Ende zu. Ich habe am Ende leider keinen Kill mehr gemacht nach dieser die C4-Zündung, dieser Triple oder Double Kill. Das war schon das höchste der Gefühle am Ende. Ja, wir haben gewonnen. Ich war Zweiter. Oder? Ja, ganz knapp mit 40, 50 Punkten mehr wäre ich Erster gewesen. Schade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Video, wie gesagt, PES Sportschau. Und ich verabschiede mich ohne Internet.